Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Walking Dead. Wir sind in dem Motel angekommen, in dem Clementine gefangen gehalten wird. Von einem Unbekannten. Wir stehen direkt vor der Tür. Und gehen mal rein. Mal schauen, was uns da drin erwartet. Hallo Süßer. Was zum... Was zum Teufel geht hier ab? Was zum Teufel ist hier los? Shit. Wer zum Teufel bist du denn? Hallo. Hallo. Okay. This is Sybil. You look horrible. And you're missing an arm. Blitzmerker, was? Das ist alles nur wegen dir passiert, du Drecksau. Nur wegen dir. Put your things down. Let me out! Who's out there? Okay. Quiet, please, sweetie. Your things. There. Naja, sehr viel haben wir ja nicht dabei. Außer unser Hackebeil. Hier ist alles. Just be cool. Do I not seem cool? Naja, eher verrückt würde ich mal sagen. Good. Go sit down. Do you know who I am? Nein, woher denn? No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Was soll denn das heißen? Who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food. Sag ich doch. Water. Things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. I didn't take from you. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? Weil das nicht richtig war. It wasn't right. It wasn't our stuff. That's real good of you. Look, what do you want me to say? I don't want you to say anything. I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Yeah. Yes, of course. Who? Meine Frau. My wife. Clementine said she wasn't with you. I heard her a long time ago. How? Auf so manche Art. In a lot of ways. She traveled for work. I didn't like that. I wanted a family. A reasonable thing to want. So we fought, and it made my biggest fear come true. Got sick one day on my way to class, canceled it and went home. Found her there with someone else. Killed him. I was mad at her for so long, and I can't imagine how much pain she felt. How about you? Okay. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said,
You are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. And then we came back, and all our stuff was gone. Your people, Lee. Okay, krass. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. Tut mir leid. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Fuck. Do I look like a monster to you? None. No. I'm not like you. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. Ich habe versucht, einen sicheren Ort für sie zu finden. I was trying to find someplace safe for her. You abandoned a defenseless, grieving woman. Du warst nicht da. You weren't there. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. Ich konnte sie nicht allein lassen. I couldn't leave her at the house alone. She would have been better off! Ja, dann erschieß mich. Dann tu's doch. Du hast es mit deiner Familie nicht besser gemacht. Nicht mal ansatzweise. You're a monster. You're a murderer. And a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Ja, dann versuch's mal, mein lieber Freund. Es geht auch anders. Doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others. For revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Unser Plan? Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But... her birthday was 6 days ago. Oh. Oh, I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Nein. No, shut up. It makes sense. It's not happening. Nur über meine Leiche. You'll have to kill me. Yeah, I know. Hey, honey. I think this is all gonna work out. Was zum... What are you... Alter... I'm glad too. Alter, bist du bescheuert? I wish you wouldn't have had to get this bad, but... it's all over, hon. Flasche? Isn't it? Ah, nimm das Beil. Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. Oh, Mann, you're gonna like Clementine a lot, though. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Clementine. Sweet. She wouldn't hurt a fly. Fuck you. Verpiss dich, du Drecksau. Verpiss dich von mir. Geh runter von mir. Na? Fick dich, du Mistkerl. Du wirst Clementine nicht in deine dreckigen Finger kriegen, hast du mich verstanden? Komm schon, Lee, komm schon! Du blöde kleine Mistkröte. Okay, Lee, okay, Lee. Lee, lass es, Lee.
Ich denke, er wird nun bewusstlos sein. Ich hoffe es für ihn. He could come back. Er ist nicht tot, Kleine. We're leaving. Good. I'm sorry. I'm sorry. Alles gut, Kleines. Es ist alles okay. It's okay. Es ist alles in Ordnung. Du bist wieder da. Oh. Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Danke. Hat er dir wehgetan? No, not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. And we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Ich will wissen, was in dieser Tasche drin ist. I'm sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Okay. Ich will jetzt wissen, was in dieser scheiß Bowlingtasche. Oh Mann. Jesus. Oh mein Gott. Krass, Alter, wie verrückt war denn der? No, I know. Wie verrückt war der denn bitte? Der hat den Kopf seiner Frau abgeschnitten und da reingesteckt. Alter, bist du krank? Which way out? Through there. Okay. Dann verlassen wir mal dieses Hotel und bringen Clementine in Sicherheit. Zu Omid. Scheiße, habe ich mich jetzt erschrocken, hey. Ah, shit, nur eine Kugel. Didn't bite you. Yeah. Ja, wahrscheinlich hat er, I know it. Weil wir uns langsam verwandeln. Covered in all that gross stuff. Meinst du? I had to get through a bunch of them to get here. Meinst du, dass es daran That's lag? How we'll get out of Savannah. Oh ja. Oh weh, ich kann mir schon vorstellen, was kommt. Ich kann es mir schon denken, was wir jetzt machen werden. Oh, no. Oh doch. Aber der sah eigentlich noch ganz frisch aus, hm? Der war nicht so verrottet wie die anderen. Okay, Kleines. Tut mir leid, aber das muss sein. Es geht nicht anders. Mach die Augen zu. Geht nicht anders, Kleines. Tut mir leid. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht leider nicht anders, Schatz. Are you done? A little more. I wanna be sure. Sollen wir noch ins Gesicht batschen? Just a little more. So. Gross. Ja. Es ist okay, ist okay, Kleines, ist okay. That should do it. What? I hope oh, so. Gott. And you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Das wäre Clementine nur ohne ihre Mütze. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic.
Mhm. I'll keep you safe. Komm, lass uns schauen, wie wir hier rauskommen. Wie wir diesen Ort verlassen. Oh, Scheiße. Nein, da sind ein paar. Wir sind da durchgekommen, aber wurden auch nicht wirklich angegriffen. Ich glaube, die spüren es auch, dass wir uns langsam verwandeln, dass wir einer von ihnen werden. Was sind? Wir werden den Geruch abstrahlen und deswegen greifen sie uns nicht an. Also hoffentlich wird Clementine dadurch sicher sein. Ganz ruhig, Jungs. Es ist alles okay, Kleine. Es ist alles okay. Ich bring dich hier raus, keine Sorge. Was ist los? Schlechter. Lee, wake up! Please don't be dead! Please, no! Hey, Claire. Lee, I was so scared! I thought you left me! I saw my parents! Ich weiß. No. They didn't get to you, right? No. We got away. They're dead, for sure. Ja, Kleines. Das war klar. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! Sie weiß nicht, dass wir gebissen wurden. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three! Ah, ich kann nicht. Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Wir haben keine Zeit. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. Wir müssen dich herauskriegen, Kleines. Koste es, was es wolle. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Das ist das Wichtigste. I think there might be a way out over there. Ja, aber da sitzt so ein Kollege. Was macht denn der good, da? Good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Danke, Kleines. Das Wichtigste ist, dich jetzt in Sicherheit zu bringen. Alles andere spielt keine Rolle. Und das ist das Letzte. Oh. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Komm schon, Lee. Kämpf dagegen an. Das konntest du nicht wissen. You couldn't have known. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Ja, ist gut. Es geht nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr, Kleines. Get up, Lee. Ich schaff das nicht mehr. The door is right here.
geht zu Ende mit mir. I can't. You have to. Sam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Kraft mehr dafür. Ich kann nicht Kleines. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? Du musst dich von hier, here as soon as you can. I can't leave you. Du musst. Just work on getting out, okay? Es bleibt keine Wahl, Kleines. Es bleibt einfach keine Wahl. We'll figure it all out. Don't worry. Du musst dich in Sicherheit bringen. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. So wird's nix. Not with your hand. Nimm irgendwas. Was könnte sie nehmen? There's a chair over there. Was könnte sie nehmen? Mit was könnte sie? There's a baseball bat under the counter. Oh, das ist eine Idee, ja. You can use that. Schnell, Kleines, beeil dich. Jetzt schlag die Scheibe ein. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Komm schon, Kleines, beeil dich, beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Good job. Es geht zu Ende mit dem armen Lee. Das Virus überwältigt ihn. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Wo hängt denn der fest, bitte? Okay, was soll sie tun? The way out's through there, Clem. I know. Mit dem Stuhl darüber. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Pass auf die Glasscheiben auf. Pass auf die Splitter auf. Okay, nun öffne die Tür, Kleine. Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Komm schon. Nimm erstmal die Schüssel. What's on the ground? Get them. Okay, Lee. Okay, jetzt nimm dir die Schlüssel oder die Waffe von ihm. Oder so. Okay, hol dir erstmal. You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know, Lee. You can do it. Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. Please. You can do it. Ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, Lee. Naja, wobei. Okay, Kleines, jetzt. What should I get first? Ergatter die Schlüssel. In case you have to make a run for it. Dann kannst du von hier verschwinden. Komm schon, schnapp sie dir schnell. Fuck! Shit! Get him! Grab it! Komm schon, Lee. Ich muss dir helfen. Watch out! Oh, fuck. The bat, Clem. Get the bat. Fuck. Komm schon, Lee. Komm schon. Schnell, Kleines. Schnell. Hau ihm auf die Rübe. So ist gut. So ist gut. Und nochmal. Du fällst die Kleine nicht mehr an. Ist okay. Cool. Ja gut, die Kleine hatte nicht so viel Kraft. Was
paar Mal öfters draufhauen werden. I did it. I got him. Gut gemacht, Kleines. Prima. Good job. Jetzt bring dich in Sicherheit. Du bist hier nicht sicher. Du musst hier weg. Ich verwandle mich bald. Hast du die Schlüssel? Hat sie die Schlüssel mitgenommen? Hey. Oh Gott. Ich könnte mich verwandeln. Turn, honey. If I do, it won't be good. No, you can't. You can't do that. Ich kann es nicht aufhalten. I don't want to. I'm trying. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweepy. And now, you? Please. Please don't be one of them. Oh, fuck it. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Ich kann sie nicht zumuten. Geh. Geh. It's okay. You'll be just like them. It's okay. It won't be me. Please. It's time to go. Lass die Waffe da. Geh. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Please. You have to go. Now. Maybe. Maybe. Maybe I shouldn't let you turn. I don't want you to have to do that. Ja, das will ich nicht. Auf Menschen zu schießen verändert. It changes you, sweetie. I don't want you to get used to it. It's like with Larry, honey. He was going one way or another, but at that moment I couldn't do more violence. You have to be careful about that. It'll consume you. I'll go. I'll leave you. I'll go as fast as I can. And as safe as you can. Always be safe. Finde Omid und Krista. Find Omid and Krista. They're outside of town. By the train. You remember how to get back there? Yes. Good. Okay. They'll take good care of you. Geh, Kleines. Geh, bring dich in Sicherheit. Halt dich fern von Städten. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. Nein, das ist nicht. And also. Lauf, Kleines, lauf. Verschwinde von dir. What is it? No, don't worry. All right. Geh. Hab keine Angst. Don't be afraid. Sehr tapferes Mädchen, das unglaublich viel mitmachen musste. Unglaublich tapfer war. Und unglaublich grausame Dinge gesehen. Wir verlassen sie. Ohne uns wird es hier besser gehen. Geh, Kleines, dreh dich nicht um. Geh einfach. Es ist vorbei.
The Walking Dead. Eine Telltale Games Production. Basierend auf dem Comicbuch von Robert Kirkman. Weiter habe ich es nicht geschafft. Oh Mann, war das krass, Leute. War das krass. Also ich muss ehrlich sagen, hammermäßig. Dieses Spiel geht einem wirklich unter die Haut. Es ist unglaublich. Es läuft ab wie eine Serie. Man will immer wissen, was weiter passiert. Wie geht's weiter? Und dass Lee am Ende gebissen wurde, echt, nee. Also hätte ich echt nicht geglaubt. Hätte ich nicht erwartet, dass er am Ende stirbt und Clementine zurücklassen muss. Naja. Okay, Leute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Holt es euch. Probiert eventuell andere Lösungen aus, was man da noch so machen kann. Aber ich glaube, den Biss kann man nicht verhindern. Das war gescriptet und es ist unmöglich. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert uns, abonniert uns, schaut euch andere Let's Plays von uns an. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.